That chopper looks like it's heading to the evac center at the mall. Gotta agree. Let's follow them to the mall. Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Kurprojekt mit mir und dem guten Diebstahl. Wir spielen Left 4 Dead 2. Ja, heya an alle Leute da draußen. Das war jetzt richtig laut auf meinem Ohr, dein heya. Ja. Ich will das Medikit, geh mal auf den Schritt auf zur Seite. Ja, Left 4 Dead 2 kennt ihr ja, Left 4 Dead 1. Aber dieses Mal ein bisschen schneller als wie in 11 Monaten, hoffe ich. Ja, genau. Ich hab mal schon. Das Lustige ist ja... Das Lustige ist, wir kennen den ersten Level jetzt schon, weil wir 1,5 Stunden aufgenommen haben, nur war dann die Aufnahme bei mir im Arsch. Ja, deswegen das Ganze nochmal. Deswegen ist dieses Level hier für mich nicht blind, ansonsten schon. Sonst kann ich nichts im Spiel sagen. Aber du hast ja schon mal einen guten Eindruck jetzt vom ersten Level, um was es geht, storytechnisch. Ja, genau, storytechnisch. Nachdem die Story so richtig tiefgründig ist. Ja, ne, das muss man gleich mal mehr spielen, damit man das versteht, alles, worum es geht. Ja, mit verschiedenen Lösungswegen und so, ne? Ja, das ist voll schwierig, also voll komplex. Was will ich mit der Pistole? Komm, kaum durchschaubar die Story. Ja, der gute Sargon spielt Coach, ich spiele Alice. Also Alice, also nicht mit A, sondern dieser Mann. Ich denke mir gerade, gibt es eine zweite Frau? Ja, aber für alle, die das Spiel nicht kennen, ne? Gibt es ja so ein paar Leute geben. Oh, Boomer. Oh. Ich habe Boomer-Gekröse an mir. Lecker. Ja, ja. Ich stell mich mal hier auf diese Container, was ist immer Dinger sind. Ich höre einen Smoker. Ja. Da war einer. Ah ne, Splitter, Ach, das war ein Splitter. Nicht wieder ne, Smoker war wohl auch. Reloaden! Meine Güte! Ja, bei mir ist ja blutig zu, bei meinem Kollegen hier nicht. Ja, bei mir ist wieder alles geschnitten, weil Steam und so. Ist halt so Uncut und nicht Uncut und... Ja. Das ist so brutal auf jetzt hätte ich beinahe gesagt Skelette, ich meine auf Zombies zu ballern. Ja, Skelette geht jetzt beim anderen Projekt bei mir. Dark Watch, kann das sein? Ja, genau. Da gibt's Skelette. Ist Dark Watch nicht so, das möchte ich gern von Helsing. Aber Jockey reitet mich. Ja, vielleicht. Vielleicht. Nee, nicht vielleicht, er reitet mich wirklich. Durch Nacht. Ja. Naja. Hast du denn auch schon gehört von dem Resident Evil Left 4 Dead Crossover? Ja, ja. Also geht bei Resident Evil doch um Zombies. Aber das ist ja dann in Left 4 Dead nur im Versus-Modus, glaube ich. Nee, ich glaube, in dem Beispiel hast du da irgendwelche extra Gegner oder sowas ähnlich. Ja, in Resident Evil 6 hast du die Left 4 Dead Gegner und in Left 4 Dead hast du Resident Evil Gegner. Oh oh. Aha, sowas. Rette ich da gerade einen Tank? Aber hier gibt's die noch nicht. Ja, auch glaube ich auch nur eine Beispiele hast du so ähnlich. Du musst beide haben, also musst Resident Evil 6 kaufen und Left 4 Dead. Ja, als hätte ich Resident Evil Teil. Doch, ich hab ja welche für die Wii, also für Gamecube. Ja, so ein bisschen. Oh Gott, wie geht's? Es wird Zeit für eine Shotgun oder für eine SMG, definitiv. Ach ja. Weil dann meine Pistole voll die miese Feuerrate, ey. Ich habe den Desert Eagle dabei. Komm mal in den Aufzug. Ja, ist ja gut. Jetzt gibt's ja die gute, die große Vorstellrunde. Ja. So über den anonymen Alkoholikern. Wir ballern erstmal 15 Minuten lang und dann. Mein Name ist Coach, ich habe ein Problem. Ich sehe überall tote Menschen. Ja. Immer prügeln, immer bekämpfen. Was wird drauf? Aber ja, da haben sie eigentlich zum Intro auch schon zusammen gekämpft, aber kann sie wohl noch nicht. Namen sind unwichtig, ja, solche Situation. Oh, hier haben wir letztes Mal schon nichts mehr gesehen. Da liegt der SMG am Boden, nimm sie. Ja. Unsere KI-Kameraden sind natürlich super toll, die stellen sich genau in die Feuerlinie. Oh, keiner hinten da. Irgendwas treffen wir schon. Schon. Irgendwas treffen wir schon. Was
Lustige ist ja, aber der Knarre, die bleibt ja ewig liegen, da kannst du dir unendlich Muni holen im Endeffekt. Ja, ist doch toll. Was liegt da? Hummerspeicher? Nee. Na, ich hab ihn noch, vorrätig. Ah. Adrenalin? Ich nehme mal die Shotty mit. Was, die Shotty? Die Shotgun. Shotty ist Abkürzung für Shotgun. Ah. Naja, kann man auch kurz sein mit Schrott verwechseln, ne? Schrotti! Ich bleib bei Schrotti. Schrott, Schrott! Das wäre dann Schrotti. Ja, vielleicht. Ja, da war ein Schocki, den hab ich gar nicht gesehen. Ja, ich hab nur auf was geschossen, was ich da bewegte. Ja, da war noch einer. Da war ein Charger. Zarkon tötet Charger. Held der Arbeit. Was wollen die eigentlich, die alle? Wir haben doch keine Autogramme. Das fragst du jedes Mal, wenn ich die Fische umzinge. Ja, das ist für mich ein Running Gag irgendwie, ja. Das frag mich immer, bei jedem Spiel, was wollen die eigentlich? Jedes Spiel fragt immer was von einem. Das ist schlimm. Was liegt denn der Hummerspeicher? Das ist wirklich schlimm, ey. Wir sind jetzt durch den Level in Rekordzeit durchgeflogen irgendwie. Ja, der fünfte kommt ja erst noch. Ja, der nächste Abschnitt, da sind wir dann erst bei der ersten Aufnahme 8-mal gestorben oder so. Aber heldenhaft natürlich, das war dann das ja. Cola-Sammeln, glaube ich. Ja, genau, quasi direkt vor der Tür oder so. So, Rochelle, wenn du noch reingehen würdest, könnten wir weitermachen. Ey, ich bin aber Zweiter, sieht er nicht. Ich bin mal Zweiter geworden. Natürlich wieder Dritter. Ja, Infizierten. Na, super. Super Infizierte. Ja, ja. Was, Granatwerfer gibt's hier auch? Haben wir noch keinen gesehen. Ja, gibt später Granatwerfer. Granatwerfer. Oh, aber du musst spätere. Aufpassen, dass du dir selber nicht die Beine wegsprengst. Das ist ja, eine ist gefährliche ja, Sache. Ist ja immer so. Das ist ja immer so. Nicht in jedem Spiel. In Quake kannst du Rocket Jumps machen. Ja, gut. War nur eine andere Zeit von Ego-Shootern. Naja, Quake ist ein bisschen realistischer als zum Beispiel Call of Duty mit der Selbstheilung. Also das musst du zugeben. Ja, ich halte von diesem ganzen Autoheiling-Zeug eh auch nichts, nee. Na, siehste. Ah, ich hab Blut im Auge. Warte, ich nuckel mal schnell 5 Sekunden am Finger. Alles wieder gut. Ja, ja, das ist. Lächerlich. So. Ja. Lächerlich. Mach mal die Tür. Hat die Spiel zum Glück nicht, aber. Wer weiß. Ah ja. Bam! Wuhu! Muss bei dir ziemlich cool aussehen. Wenn das ganze Zeug rumfliegt. Ja! Oh, sehr interessant. Yeah! Let's get crazy! Oh, Kettensägen-Massaker! Ja, ich kenne das noch aus Doom. Ja, genau, Doom war das, ja. Hoppla. Ja, ja, ich denke. Nachdem bei mir auf dem Kanal noch guten Doom läuft. Brutal Doom, also, ja, mach mal ein bisschen Werbung, genau. Ja, Brutal Doom. So. Ah, das hat mich der Jockey wieder. Ja. Hilf mir! Komm schon. Oh, das Bitter ist auch noch da. Oh. Nee, der killt mich jetzt. Meine Güte, wie Glück gehabt. Das ist was Lustiges, die Kettensäge braucht Munition. Ja, das hat Benzin. Was nur ja, auf dem ja. Mars gibt. Du verbrauchst Treibstoff. Wir haben gerade mal gespricht, Granatwerfer, cool. Echt? Ja, wir haben Granatwerfer gefunden. Ach, aber du tust deine Hauptwaffe weg dafür, glaube ich, oder? Ja. Also, halt die Mission mir drücken frei, wenn Massen kommen. Aber du hast doch nicht so viel Muni für das Ding, glaube ich. Naja, 30 Granaten. Okay. Du machst das schon, ich schieße da immer nicht drauf. Dann mache ich die nämlich kaputt. Rohrbombe. Ich bin ja normalerweise kein so Fan von Nahkampfwaffen in Left 4 Dead 2, aber die Kettensäge ist nicht so. Ja, die schneidet natürlich alles durch. Ich hab ne Idee. Ja, ach, schön, das wollte ich machen. Das war schlecht. Ich wollte eigentlich drauf schießen mit dem Granatwerfer, aber. Ja, ja, dass du mit den Beinen wegsprengst, ist okay. Ja, ist ein Boomer. Ach Gott, da war ein Boomer, ich korrigiere.
Und dann wieder den Rappel. Jetzt kannst du einen Charger, den Charger spielen, den Granatwerfer aus mit dir, mein. Ja. Wenn du natürlich triffst. Ja, ich treffe ihn nur nicht vernünftig. Muss mir machen. Mal klarkommen damit. Bau dir ein Zielfern dran drauf. Ist mir vor die Flinte gelaufen, ich bin unschuldig. Da muss man mit klarkommen, weil ich hab noch nicht so ganz raus, wie man da hinhalten muss, wo man hinhalten muss. Hat man bei dem Ding überhaupt einen Fadenkreuz? Ich weiß es gar nicht. Nee, du hast einen Fadenkreuz, hast du. Aber man muss ein bisschen irgendwo anders hinhalten, um mal was zu treffen. Was will die eigentlich? Oh, mal Koga hauen, ne? Milch und Kekse, Milch und Kekse. Reloading. Daneben. Das war zu kurz. Krieg noch nicht so ganz hin, aber learning by doing. Ich glaube, du musst so im 45-Grad-Winkel schießen. Das ist dann wieder zu hoch, glaube ich. Weißt du? Ich glaube 45 Grad, so, das ist circa etwa. Ich weiß nicht genau, wie ich den Boomer in der Wüste habe, also, keine Ahnung. Ja, hinter mir sind Feinde. Ja, ist ja gut. So. Ja, war gut. Ja. Wo wir haben noch reinfällt. Warum sind das so viele auf einmal? Ah, ja, es kamen so viele plötzlich. Tut mir leid. Wegen alle Hochspänge hier. Nee, ich halt nichts treffe, ich bin so eine Niete im Moment. Oh. Diesmal nicht gestorben. Stimmt allerdings. Ja, bei der ersten Aufnahme war es ja auch realistisch. Niemand weiter, bin ich ja voll verreckt hier in der Höhle. Oh. Tank. Oh, weg. Oh. Ist okay, er schlägt nur Nick. Das können wir verkraften. Wir helfen dir aus. Jetzt. Wo ist denn Nick? Nick, steh auf, du Faller. Oh, ich weiß nur nicht, wer den jetzt erwischt hat, keine Ahnung. Adrenalin. Ich höre doch schon wieder einen Boomer. Ja. Dann geh du mal vor. Ja. M60. Weißt du was? Ich bleib bei der Shotgun. Ich finde die Shotgun irgendwie besser im zweiten Teil. That'll keep me tight. Da, wer will den Pipe Bomb? Wir hatten noch nicht. Spar den Muni. Hast du jetzt drauf geschossen, bevor eine Pipe Bomb hochging? Ja. Du vergönnst mir gar nichts, oder? Geworfen. Wollte eigentlich mal. Hab ich jetzt hingen? Ne, es war Schrottgang. Hab ich weggeworfen jetzt? Ja. Ach ne, da irgendwo liegt die. Ach, da nehme ich eine normale. Halt! Oh, das war schlecht. Du bist jetzt so runtergesprungen. Ich bin runtergefallen, ja. Ich wollte eigentlich daneben. Ich wollte eigentlich drauf springen auf die Nummer, aber. Ich bin daneben gesprungen. Das war einfach schlecht. So. Das war einfach blöd. Ich bin da, wo es brennt. Ich halte die Stellung. Wenn Dummheit weh tut. Dann würdest du schreien wahrscheinlich. Ja, hätte ich mir alle Knochen gebrochen. Aua, ja. Nicht lachen ins Feuer rein, ich Idiot. Nahkampfwaffe, nein. This way. Ja. Mann. Ich bin ein großer Pipebomb-Fan. Da war die Spitterfrau. Spitter. Wie hieß der nochmal auf Deutsch? Weiß ich nicht mehr. Der Smoker hieß Rauchvieh. Genau. Im Deutsch, das müsst ihr ja mal gegeben, Herr. Bei mir hört man es ja vielleicht manchmal noch. Ah, nee, Witch. Oh, scheiße. Ja. Der ist tot. Oh, hinter uns. Auf was ballern denn die? Das ist doch nix. Nix mehr. Da hinten, glaube ich. Sagt Waffenladen. Ach ja. Ja, Waffenladen, ich erinnere mich. Jetzt wird's lustig. Ja, machen wir beim letzten Mal, denke ich mal. Oh, ja. Die mal zusammen hier aufkommen. So, ich klebe jetzt erstmal ein Pflaster drauf.
Wir sind beim letzten Mal ja leider nur immer nur das Trinkbier aufgetaucht. Schon allerdings. So, beste Shotty habe ich schon. Wo ist denn das Zielfernrohr? Das ist hier. Du machst das. Hallo? Ach, Idiot. Was ist denn hier? Ach, eine Spritze. Oh, da liegt noch eine Pipebombe, wenn du noch eine brauchst. Ja, habe ich auch noch. Achso. Gut, dann machen wir jetzt mal wieder die Cola-Razzia. Ja. Beziehungsweise wir versuchen es. Ja. Ja, beim letzten Mal hat es ja auch zu zweit besser geklappt. Einer geht rein und der andere räumt hier vorne auf. Genau. Gut, du gehst rein, ich räume auf. Ja, was ist die große Football-Aktion? Einer nimmt es und der andere läuft durch. So, habt ihr Cola? Ein Sixpack! Da ist Pfand drauf, nicht vergessen. So. Ich hoffe mal, ihr habt das im Griff. Ich bin schon fast oben bei ihm, da ist keine Sau da. Nee. Ein Zombie. Bam! Sixpack ins Gesicht. So. Ja, die kommen ja alle. Ja, hier, die kommen alle hinter dir her, ja. Nee, laufen ja, alle von mir weg, das ist das Lustige dran. Gut, du hast ja abgeliefert. Gut, ist schon weg, ja. Das war einfach. Ja, ja, diesmal war einfach. Diesmal hat's gut geklappt. Was ist jetzt passiert? Ach, der Laster wurde gesprengt. Ja, genau. Wo ich auch schon gestorben bin, weil ich da gerade war. Hey, wir sind beim ersten Mal da dreimal krepieren an der Stelle. Ja. Im Realismus-Modus, wohlgemerkt. Ja, vielleicht ist das jetzt zu einfach. Wahrscheinlich, ja. Nochmal aufnehmen. Nee, das passt schon. Nee, passt schon, ja. Taco Bucket. Realismus ist was für. Können wir noch für andere Leute finden vielleicht. Ja, da brauchst du vier Leute dazu, definitiv. Ich heb mir jetzt meine erste Waffe auf für... für die Spezialgegner. Das glaube ich ist sinnvoller. Oh, Hunter. Ah, eine Kapuze. Ja, im Deutschen heißt der Kapuze. Ist so lustig, ey. Reloading. Kapuze. Da rennt wieder direkt vor in der Sicht hier. Da gibt's nochmal eine Pipebomb. So, Kills sammeln, wenn du vergönnst mir auch nichts. Ja. So, erst ein Safe Room. Einmal wieder ein bisschen vor dir stehen. Ob das gereicht hat, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Werden wir feststellen. Yeah. Rochelle ist nee. Erster vom NPC geschlagen. Ich bin der Letzte. Wie darf kann das nicht sein? Aber um 8 Punkte, verstehst du? Um 8 Punkte. Ja. Wie der Letzte, ey. Mit Granatwerfer hilft mir das nicht. Zauberei. Ja. Ja, du willst mal nicht in der ersten Reihe drängen. Ja, du hast Skill, ich nicht. Naja. Vielleicht habe ich ja nur unglaublich viel Glück, ja. Was eigentlich die Umschreibung für Skill ist, aber egal. Ja, genau.